Geil. Gern, gern geschehen. Hatte ich über. Natürlich, ey, Portokasse. Klar, Taschengeld. Und ich höre sie schon, sie sagte, Thomas, stimmt das? Thomas, du hast jetzt keine 1000 Euro da reingehauen. Nein, hat er nicht. Thomas, bitte, denk an die Kinder. Denk an unsere Familie. Wir haben die Miete, wir müssen die Miete noch bezahlen. Das Haus bezahlt sich nicht von allein. So, was ist da drüben? Ja, genau, du Kunde, sie heißt Katja. Hab ich von ihr bekommen. Die 100 Bits hast du von ihr bekommen? Damit du sie mir donaten kannst? Der ist aber eine nette. Hallo Katja. Ach, ist das schön. Digga, wo ist dieses Drecks? Muss ich hier außen rum? Ich muss hier außen rum, ne? Ja, ja, und hinten wieder rein, klar. Geht doch. Na, guckt mal, da ist er doch. Emily Frey, die Bäuerin. Okay, hier gab es nichts mehr. Schon wieder stockfinstere Nacht. Distelalm, Refugium der Flamme. Warntal, Schrein der Flamme. Eine Fackel wäre schon schön. Ja, sag ich ja. Ne? Du musst jetzt ein bisschen anders spielen. So, ich gehe jetzt erstmal Haier machen. Ist er duster. Das ging dann doch schnell. Oh. Bam. Läuft. So. Was willst du? Die Handspindel, okay. There's still blood to be spilled. Ihm habe ich noch gar nichts hier hingestellt, ne? Aber dem könnte ich... Wie fehlendes Bett. Ich habe dir doch ein Bett hingestellt. Ah, aber kein zugewiesen. Das ist natürlich dann doof. Balthasar benötigt keinen Unterschlupf. Balthasar hat verdammten Unterschlupf. Der ist hier.
So. Ich nehme gerade Kredit auf. Hier denkt keiner. Also wer hier denkt, ist selbst dran schuld, das wisst ihr ja wohl, oder? Rüstung anziehen. Ja, genau, da war ja was. Da, siehst du? Das, das. Danke, Valerie. Schön hier bleiben. Damit ich dich hab. So, und. Aber ich möchte die ja auch aus. Ah, ja, okay. Ausrüsten. Und die ausrüsten. So, und jetzt müsste ich ja eigentlich. Erscheinungsbild. Ja, jetzt ist es so, wie ich es haben wollte. Fähigkeiten haben wir 3. Sprungangriff. Inneres Feuer. Die Miasma wird um 2. Kondition. Sprungangriff. Sprungangriff 2. Schleichangriff, Kondition, Geschick, Geschick. Talent, intelligent. Mana. Erhöht den Schaden von Bögen und Dolchen um 5% pro Attributspunkt. Nehmen wir. Gleiter verbrauchen 30% weniger Ausdauer. Nehmen wir. Tagebuch. Schreinerassistenz. Finde den Schreiner. Er wird die Karte anzeigen. Da drüben. Schrein. Ah, hinter dem Schreinerlager. Komme ich da direkt hin? Shit. Von hier durchs Miasma. Ich bin mir da gar nicht sicher, ob ich da direkt komme. Our fire burns still. Ja. It's still magic. Yeah, it's still magic. Ich muss ein paar Sachen wegtun. Das muss noch weg. Das kann auch weg. Nehmen wir mit. Ich hatte da. Die müssen mit. Jetzt steht mal fest. Dafür kann das Holz hier bleiben. Und die Blöcke bleiben hier. Schreinerlager. 956 Meter. Isgrim, was will er? Komm her. So, ich komme von hier aus nicht darüber, ne? Das
Das wird wahrscheinlich ein bisschen problematisch. Und von hier... Nee, ich gehe zu schnell. Ich gehe zu schnell runter. Ich komme hier nicht rüber, ne? Was war... Was ist diese... Immer... Ja, scheiße, Fackel. Nee, nee, ich will jetzt... Das ist Salzbergwerk. Aber ich will auf die andere Seite und ich weiß, es gibt nur einen Punkt, wo ich rüberkomme, weil das alles rotes Miasma ist hier. Und ich mit dem kleinen Kleider nicht darüber... Ich komme gar nicht rüber. Die Henne. Ich von hier drüben rüber gehe. Ja. Da will ich da hochkommen, da will ich ja nicht hin, ich will ja darüber. Da ist dieses... Jetzt ist es auch nicht. Hä? Doch, von hier komme ich doch rüber. Das war alles Tutti, oder? Alter, sieht das geil aus da hinten, ey. Also wir gehen auf... Ich gehe auf jeden Fall später mal dahin. Wo das neue Biom ist da, Gebirge. Mal gucken, wie weit ich da komme. Ich will das auf jeden Fall sehen heute. So, hier war ja... Die Bäuerin oder so. Ein Shrine. Armes Putt-Putt. Ihr habt's gesehen, der ist in meine Klinge gelaufen. Ich konnte da nichts machen. Ich doch schon. Ja, hier war ich doch ganz am Anfang. Ja, und da ist es wieder. Ich glaube, ich muss da hinten über die Brücke. Richtig? Weil er südwestlich wäre gegangen an der Wurzel. Wo ist denn hier eine Wurzel? Ich habe noch keine Wurzel freigeschaltet. Ich meine, das ist aber hier hinter dem Haus dann. Ich muss ja darüber. Da ist der doch. Digga, er hat einfach so einen Schaden, ey. Absinth, was ist denn kaputt bei dir?
Bist du wieder auf den Knopf gekommen? 5 Abos an Holzwurm 889, an Sahnemaster, an Petzo 4, an Vidar und an Bayern Moped. Ihr habt ein Abo bekommen. Vielen Dank an dich, Absinth. Und jetzt hat mein Subcounter auch richtig gezählt. So. Und, nee, halt, ich muss jetzt, So. Das ist schön. Und weil es, weil wir das richtig machen. Machen wir das so auch. Ne? Vielen Dank. Vielen, vielen lieben Dank. Aua, da ist noch ein Dauber. Junge, hast du schlecht geflüchtet? Legt hin. So. Da hinten ist die Brücke. Hallo, jemand zu Hause? Goldene Kiste, goldener Ring. Was hat der? 20 Lebenspunkte. Okay. Ja, dann nehmen wir doch den da gegen den. Wunderschön. Ach, Freunde, das ist ein schöner Abend. Ich kann mich gar nicht genug bei euch bedanken, dass ihr alle da seid. Das ist echt, macht Spaß. So, wir fliegen jetzt einfach mal darüber. So. Oh, ich freue mich schon auf den nächsten Kleiper, ne? Riesenhase, den lass ich jetzt in Ruhe. Ja, aber ohne Spaß, ich war doch schon mal hier, war ich doch, oder? Ja, klar. Ich muss da runter. Ja, ich muss da runter. Hallo? Au, 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 au. Okay. Ah, ich hab sie nicht getroffen. Oh, lololololol. Ich hab geblockt, ich schwöre. Mein nächstes Problem war gerade, dass ich jetzt eben mein Schild gesucht habe. Den ich ja jetzt auf Q habe. Dank Valerie. Okay.
Vielen Dank für den Hype-Train. Das war der zweite heute. Vielen lieben Dank. Ach Gott. Ja, ich weiß, was es ist. Okay. Dieses unnütze Viehzeug, ne? Wo wir gerade dabei sind, bei Viehzeug, ne? Übrigens, kurze Werbung für YouTube. Morgen, Valheim, neue Folge mit dem Titel Viehzeug. Das ist wirklich wahr. Ohne Spaß. So, ich muss hier rüber, ne? Ist da runter? Ja. Was? Glück gehabt. Kiste, ne? Was sagst du? Wenn du nur Englisch könntest, dafür kannst du Französisch, ist doch auch toll. Ah ja. Kann ja nicht alles können. Hier ist doch eine Kiste gewesen. Also, hier war mal eine Kiste. Ist hier Salz? Hier ist Salz. Wir haben die Dungeons auch verändert. Krass. Nur mit der Sprache aber. Ja. Also ist wie es ist, was soll ich sagen, Chris? So, kriegen wir ein bisschen Zeit im Miasma. Schön, vielen Dank. Hopp, geh hoch. Das war klar, das war so klar.
Ach, Leute. Macht gerne noch mit beim Gewinnspiel. Wir haben noch 1,5 Stunden, dann löse ich auf. Also um 20 Uhr. Ne? Ausrufezeichen Enter. Einfach das Spiel hier gewinnen. Ne? Ein Key. So einfach kann es sein. 24 Euro gespart. Aktuell normalerweise 30. Ist im Moment im Sale für 24. Und heute ist das neue Update erschienen. Wer das noch nicht weiß. Größte Content-Update bisher für das Spiel. Und wir spielen hier ein bisschen. So, hier muss ich aber durch. Definitiv. So. Nice. Kate Hawthorne, der Schreiner. Da ist er. So, ich glaube, jetzt kommt noch so eine Uschi hier, die da rumfliegt, oder? Ne, doch nicht mehr. Dann haben wir ihn. Ich war doch vorhin schon hier. Ich weiß nicht mehr, warum ich hier war, aber ich war doch hier. Warum bin ich denn nicht direkt da hinten hingegangen? Also Marvena war ich doch schon. Ich habe doch hier die Kiste vorhin schon aufgemacht. Klar, die resettet sich wieder, aber... Hm. Ich hätte den Schreiner viel früher holen können. Schon noch erzählt, dass ich hier auch mal eine Base hatte und dass hier mein Dings stand. Ja. Und dass hier so Erde ist, die ich brauchen kann. Junge, 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 manchmal. Manchmal. Und die Steine schmal. Die lösche ich mal. Ich nehme mir Erde mit. Erdwegblock, genau. Hinter Morvena ist eine Wurzel. Ja, okay. Ich bin aber gerade am Überlegen, kann ich hier... Oh Gott, warte mal. Wo kann ich sehen, wie viele Altäre... Oh, 4 kann ich bauen. Sehr geil. Natürlich brauche ich 5 Steine. Na klar. Was habe ich gerade weggeschmissen? Rucksack voll. Deine Mutter hat einen Rucksack voll. Das kommt weg. Der kommt weg. Der kommt weg. Ich stelle mir hier noch einen Altar hin.
So. Und jetzt gehe ich nämlich mal nach Hause. Hey. Ja, dabei ist es eigentlich relativ easy, ne? Man muss es halt nur wissen. What brings you here, friend? What me brings here? Ja. Shrine of Reddit. Da ist er des Alchemisten. Steig hinab. Okay, von Katzen und Mäusen. Die Hallen der Erloschenen. Ja, gleich wird's witzig. Gleich wird's witzig, Freunde. So, jetzt bringen wir erstmal das ganze Zeug hier runter. Achso, das ist ein Block, ne? Ne, der kommt bleibt hier. Der Block kommt da rein. Erde kann hier rein. Das kommt da rein. Dann haben wir alles. Oh Gott, das kann doch keine. Kajoalakon. Warte mal. Kajo. Kajoa. Lacron, ist es richtig? Now we can hook bosses in fights. What do you mean with hook bosses in fights? So. Jetzt gehen wir wieder runter, dann machen wir da unten die Wurzel auf. Ich gehe noch nicht in die Hallen. Nee, aber nachher auf jeden Fall. Das lass ich mir ja nicht entgehen. So, die müsste hier hinten sein, ne? Ist das richtig? Mr. Ditko, vielen Dank für dein Follow, herzlich willkommen. Jo. Semiramirus Audron. Kannst Leute mit Enterhaken anschießen, um näher ranzukommen? Oh, the Grappling Hook. Oh, cool. I didn't know that. What? Sehr schön. Ja, natürlich.
Nice, hat zwar nichts geholfen, aber okay. Ja, lass dir schmecken. Nee, das wusste ich wirklich nicht mit dem Enterhaken da. Aber cool. Jo, so. Hätten wir. Erledigt. Refugium der Flamme, habe ich das eingenommen? Ich weiß es gar nicht. Fähigkeiten, Aufwind. Da fehlt mir noch was. Da fehlt noch ein bisschen was. Okay. Aschelande, genau, Trevor. Genau, Ashlands. Ja, und ganz ehrlich, ich finde es jetzt voll easy. Voll easy. Ja. Ich weiß auch nicht, warum ich am Anfang so rumgejammert habe wegen Ashlands, aber. Hallo? Ich will nur schlafen. Ja. Ich bin manchmal einfach eine Mimi. Ist einfach so. So. Jetzt muss der Papa ein bisschen bauen. 17, 14, okay. Zerlegt, einmal das. Und zwar muss ich ja den Schreiner unterkriegen. Und die Bäuerin. Für die werde ich aber was anderes bauen, für die Bäuerin, weil die braucht ja ein bisschen Platz. Wo waren denn meine Münzen? Da. Bauen wir erst den Schreiner und dann die Bäuerin. Die Bäuerin irgendwo hier vorne hin, damit die auch ein bisschen hier steht schon Platz hat, ne? Nein, das. Ja, weil du jetzt das stehst, kann ich hier nicht bauen, oder was? Geh weg. Otto. Will der mich eigentlich verarschen? Geh doch fort! Wie ein Walheim mit Wildschweine. Ernsthaft. So, das. Dann. Zack. Ich habe noch nie in der Art und Weise hier gebaut in dem Spiel. Finde ich aber cool.
Das hier hin? Ne, machen wir hier hin. So. Ich habe meistens immer ein großes Haus gebaut. Da waren dann alle drinne. Aber so finde ich es gerade geil. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen Holz holen. Floating Wood. Muss doch gleich noch meine Äxte aufwerten. Ach so, ja genau, ey, vielleicht kann ich das auch mal gerade erwähnen, weil es gerade im Chat aufgeploppt ist. Am 22. und 23.11. hier auf meinem Kanal das große Valheim-Event 2024, also für alle Wikinger-Freunde da draußen. Wir suchen noch Leute, die Bock haben mitzuspielen. Wer von euch Valheim spielt und Lust hat, anderen mal so richtig auf die Omme zu hauen, der ist herzlich eingeladen, ja? Die Mods aus meiner Community haben auf einem Server Arenen gebaut. Ich glaube, 10 Stück haben wir oder was an der Zahl. Und also nicht nur hier so viereckige Kästen und da drin wird gekämpft, sondern richtig was Geiles. Und wir machen einen 1 gegen 1 Arena-Kampf. Wir haben ein Ligasystem erstellt, so dass auf jeden Fall sichergestellt ist, dass jeder mindestens 6-mal kämpft. Und wir suchen bis zu 32 Leute, also 32 wären Maximum. Ein paar haben sich schon angemeldet. Wer da noch Bock hat, meldet sich bitte gerne auf dem Discord. Hier ist der Link auch im Chat drin. Also ein 1 gegen 1 Arena-Fight. Ihr bekommt von uns, ihr braucht, alles was ihr braucht, ist ein neuer Charakter. Auf Level 0. Ohne irgendwelche Stats. Ihr bekommt von uns alles was ihr braucht. Ich sag's mal so. Ich will nicht so viel spoilern. Also ihr bekommt Essen, ihr bekommt Rüstungen, ihr bekommt Waffen. Und alles andere erklären wir euch dann, wie es wirklich funktioniert. Es wird fair ablaufen. Es ist nicht so, dass da nur die Leute gewinnen können, die sowieso gut im Kämpfen sind, sondern wir haben uns wirklich was ausgedacht, wo da könnte sogar ich gewinnen. Ne? Wenn ich mitspielen würde. Ich werde das Ganze moderieren mit dem George zum Beispiel und dem Hippo. Das heißt, ihr werdet alle Kämpfer auch live sehen. Und das wird richtig schön. 22. und 23.11. jeweils so ab 18 Uhr. Nähere Infos bei mir im Discord. Anmeldung auch. Also, würde mich freuen. So, back to Enshrouded. Ja. Gott, was er so außer Puste ist. Was? Auch Pflanzenfasern dafür. Warum habe ich Holz gehackt? Jetzt so. Jetzt, warte, da war doch was Neues. Der ist gar nicht neugierig hier, der Typ, ne? Kann das sein? Überhaupt nicht. Bauaufsicht.
So, das sieht schon mal ganz gut aus. Oder was meinst du, Jung? Das. Und wir bauen erst ein Bett. Es wird eng hier drin. Was fehlt? Pflanzenfaser, Garn, Stoffwetzen. Pflanzenfaser, Garn, Stoffwetzen. Der Paddy! Hi, hi! Grüß dich. So, wir bauen direkt mal zwei Betten. Weil, aus Gründen. Und. Die platzieren wir jetzt mal. Hier eins noch. Und. Komm. Geht hier? Ach nee, hier geht nicht. Ne? Ah, hier. So. Da Emily. Stellen wir mal. Ah nee, das ist ja die Bäuerin. Moment. Den kann ich hier hinstellen. Schreiner. Ja. Juhu. Juhu. Good to see you. Ja. Da, den will ich haben. Miasma sagt baurisch. Boah, guck mal hier, ey. Wie geil. Oha. Oh, da sind schöne Sachen dazugekommen. Sehr cool. Unterschlupf, Pasta. Schreinerlager. Bam. Bau. Die geheimnisvollen Hallen der Erloschenen. Fehlendes Bett. Kriegst du zugewiesen. Ist kein Problem, Jung. Du darfst hier schlafen. Und hier. Emily. NSCs müssen vor der Zuweisung eines Bettes platziert werden. Ja. Platziere dich aber jetzt noch nicht. Aus Gründen. So, ich will der nämlich die Möglichkeit geben, sich hier noch ein bisschen auszubreiten. Die kriegt ihre Öffnung vom Haus nach hier. So. Das muss ich auch tiefer setzen hier. Zwei. Hier. Jo. Der Regen kommt immer ganz plötzlich und ist dann auch ganz plötzlich wieder weg. Das ist sehr, sehr weird.
So. Und jetzt kriegt die hier nämlich die Felder. Das wird schick. Was haben wir hier? Terrain? Steine. Will ich nicht. Asten. Das ist Stein. Hm. Okay. Ich weiß aber, wo ich hin will, wo ich was hole. Aber ich kann doch hier auch. Kann ich hier nicht einen Treppenabsatz setzen? Doch, ne? Holztreppe. Na gut. Eigentlich für den Arsch, ne? So. Das heißt, jetzt kann ich die Emily hier reinsetzen. Hey! Ja, hey. So. Alter, die haben echt so dermaßen Katzenkissen. Nutztierkissen, Katzennapf. Das hole ich mir gleich. Katzenfutter. Katzenfutterköder. Ziegenfutterköder. Mhm. Okay, alles klar. Unterschlupf hast du. Fehlendes Bett. Ja, du kriegst nichts. Du kriegst ein Bett. Und zwar das da. Bist du happy? Ja. Was willst du, Junge? Ja, Landwirtschaft mit Tieren. Flammenblut. Ich experimentiere seit einer Weile mit Samen und Essensresten und glaube, ich habe ein fantastisches Tierfutter kreiert. Du könntest etwas davon herstellen, es einem Tier geben, bis es gezähmt ist und es dann zu unserer Basis bringen. Wir müssen ein Gehegefutter stellen und Betten bauen. Sollen wir auch über Namen abstimmen? Ja, unbedingt. Lecky 1986, vielen Dank und herzlich willkommen bei deinem neuen Lieblingsstreamer.